So, neues Bloomberg Forum. Herzlich willkommen aus dem Frankfurter Studio. Wir sprechen über das 19. EBS Symposium. Das findet statt in diesem Jahr vom 18. bis zum 20. September im schönen Rheingau. Wo genau? Da werden wir Sie gleich aufklären. Und was genau da passiert, das ist das Thema in den nächsten guten 9 Minuten. Ich habe 2 Gäste hier bei mir im Frankfurter Studio. Ich begrüße Martin Grebner. Schön, dass Sie da sind. Tag. Und Lukas Hofmann. Hallo. Beide vom EBS Symposium e.V. Das ist sozusagen tragende Verein der Veranstaltung. Und ich sagte ja bereits, das Ganze hat schon Tradition. Es ist das 19. EBS-Symposium, Herr Greben. Es gibt immer so ein Hauptthema, ein Motto, ein Leitthema. Das lautet diesmal wie? Das Thema dieses Jahr lautet Europe and the World, a call for leadership. Und unser Partnerland ist Frankreich. Und darauf sind wir im Endeffekt gekommen, da wir dieses im Moment mit den Olympischen Spielen im November jetzt mit den Präsidentschaftswahlen in den USA, wollten wir uns einfach mal wieder auf Europa konzentrieren und deswegen haben wir dieses Thema gewählt. Also nicht Asien, nicht China, mal was ganz anderes dazu sagen. Mal was ganz anderes, genau. Wie kommt man auf so ein Thema erstmal? Sie planen das sicherlich nicht von heute auf morgen. Da ist ein Riesenteam ja auch dahinter, was das Ganze plant. Das ist ja ein Wirtschaftskongress für Studenten. Genau, also hinter uns stehen natürlich noch 60 studentische Mitglieder in diesem Verein, die das jedes Jahr auf die Beine stellen, ohne die das Ganze auch nicht funktionieren würde. Die Thematik wird eigentlich schon immer zu Beginn des Vorgängerjahres festgelegt. Wir hatten in den Jahren davor beim 17. und 18. Symposium jeweils doch etwas weiter entfernte Partnerländer, einmal mit Indien, einmal mit Russland. Und aus diesem Hintergrund wollten wir uns auch dieses Jahr, wie gesagt, auf Europa konzentrieren. Vielleicht auch mit Frankreich jemand haben, der uns gleichzeitig nah und doch in vielen Dingen auch ein bisschen entfernt ist. Mhm. Und hoffen da dann auch einen vernünftigen Dialog hinzubekommen. Sie haben ja auch einen Schirmherren jedes Mal dabei. Das ist diesmal Thomas Enders von Airbus. Und das passt ja auch wieder mit Deutschland, Frankreich, Europa natürlich. Genau, das war für uns der absolute Wunschkandidat dieses Jahr. Eben genau mit, was Sie angesprochen haben, diese deutsch-französischen Thematik. Ich denke, Airbus ist da einfach das Unternehmen, was die deutsch-französischen Beziehungen auch in der Welt letztendlich ein Unternehmensumfeld repräsentiert. Und deswegen sind wir ganz froh, dass Herr Dr. Thomas Enders eine Eröffnungsrede bei uns halten wird an dem Grand Opening und letztendlich so einen Beitrag zu dem diesjährigen Symposium leistet. So, wir haben ein paar Eckdaten für Sie zusammengestellt, liebe Zuschauer, weil es so schnell jetzt ging. 19. EBS-Symposium findet also statt vom 18. bis 20. September 2008. Ich sagte schon, im schönen Rheingau, ganz genau eben auf dem Campusgelände der European Business School, Schloss Reichardshausen. Das wäre die Adresse sozusagen, da findet es statt. Das Motto haben wir auch nochmal eingeblendet. Und es gibt eine Kontaktseite, eine Informationsseite, www.ebs-symposium.com. Und dann steht da noch was von einer Bewerbungsfrist, 29. August, Herr Hofmann, Bewerbungsfrist. Also man muss sich bewerben, um dabei sein zu können. Wer ist die Zielgruppe und wer kann sich bewerben für das Symposium? Generell versuchen wir natürlich, möglichst exzellente Studenten auf dieses Event zu bekommen, um auch die Möglichkeit zu bieten, in den Dialog mit den Referenten, mit den Unternehmen zu treten. Generell kann sich jeder Student aus den Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften, aber auch aus fachverwandten Bereichen, also sei es jetzt der Psychologie oder dem Rechtswesen, bei uns bewerben. Es ist so, dass wir in der Regel versuchen wollen, ca. 1200 Teilnehmer aus dem studentischen Umfeld auf den Campus zu bekommen und sind auch dieses Jahr relativ optimistisch, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Bewerben kann sich in diesem Sinne jeder. Es gibt auf dieser von Ihnen eben genannten Website eine Maske, über die das funktioniert. Wir müssen leider gewisse Einschränkungen machen, da die Kapazitäten natürlich auf dem Campus von uns begrenzt sind. Aber und wie werden die gemacht? Wie wird ausgewählt? Zunächst natürlich nach den akademischen Qualifikationen, die die Teilnehmer mitbringen, und es ist auch nach einem Motivationsschreiben gefragt. Wir wollen also wissen, warum interessiert sich jemand für eine Teilnahme beim Symposium und was macht diesen Teilnehmer auch besonders. Interessant, denn man soll ja auch networken dort vor Ort. Genau, also es gibt auch eine Messe, nicht? Also es gibt nicht nur Vorträge, nicht nur Workshops, viel mehr eigentlich bei Ihnen. Genau, also wir sehen uns eigentlich als Dialog-, Kontakt- und Networking-Plattform. Das ist eigentlich für uns sehr, sehr wichtig und ein großes Standbein auf diesem Symposium. Das heißt, wie Sie erwähnt haben, es wird natürlich Vorträge geben von sehr hochkarätigen Referenten dieses Jahr auch wieder. Aber darüber hinaus gibt es eben diese Networking-Kontaktplattform wie eine Recruiting-Fair, auf der ca. 40 Unternehmen sich vorstellen werden, auf die man als Student oder als Interessierter
Professional hingehen kann und sich über Job, Praktika informieren kann und letztendlich auch so direkt mit den Recruitern in Kontakt treten kann. Mhm. Darüber hinaus gibt es verschiedene Veranstaltungen, die das Symposium an sich abrunden. Das ist zum Beispiel das Gala-Dinner, was am Freitagabend stattfinden wird, wo einfach nochmal Referenten, Unternehmensvertreter, Ehrengäste und Studenten zusammenkommen, um dann einfach in entspannter Atmosphäre diese Dialoge und die Gespräche des Tages fortzuführen. Man kann sich auch bewerben, anmelden für Workshops. Da gibt es eine andere Frist. Richtig. Was passiert da genau und wer darf da mitmachen? Da dürfen sich generell auch, wie gesagt, die vorherige Zielgruppe aus Studenten darf sich dort bewerben. Es ist allerdings so, dass diese Workshops natürlich in Absprache mit den Unternehmen veranstaltet werden und wir für die bessere Koordination dieser Workshops einfach den Termin für die Deadline auf den 20. August vorverlegt haben. Ganz einfach darüber hinaus, dass sich einfach die qualifizierten Teilnehmer natürlich auch auf den Workshop vorbereiten sollten, von den Unternehmen angeschrieben werden und wir sie da einfach früher vorbereiten und abholen wollen. Infos auch dazu auf der Homepage, die wir eingeblendet haben. So, wer ist denn noch mit dabei? Also Indas ist dabei als Schirmherr, ganz klar. Indas ist als Schirmherr dabei. Die Keynote-Speaker dieses Jahr, würde ich sagen, zählt auf jeden Fall Herr Jean-Claude Trichet dazu von der Europäischen Zentralbank, Herr Dr. Cordes von der Metro, Herr Funke von der Hyper Real Estate, was ja momentan auch recht aktuell ist. Mhm. Darüber hinaus Herr Thumann von dem BDI, der auch eine Eröffnungsrede halten wird. Und wir sind hochkarätig wieder besetzt, auch die Panels. Es wird wieder ein Botschafter, ein sogenanntes Ambassador-Meeting geben, wo die Botschafter von Deutschland und Frankreich zusammenkommen, um eben genau über diese deutsch-französischen Beziehungen sich zu unterhalten. Mhm. Und es gibt keinen Branchenschwerpunkt, höre ich raus. Da sind Vertreter dabei aus den verschiedensten Industrien. Genau. Also wir versuchen, diese Bankenlastigkeit und auch teilweise Beraterwesen natürlich immer noch einzubinden und auch werden dieses Jahr wieder Banken und Consultancies bei uns haben. Wir versuchen auch, den Fokus ganz klar auf Industrie zu legen in diesem Jahr. Es gibt keine Beschränkung für Teilnehmer. Früher war es ja mal ein Schwerpunkt Banken und Finanzindustrie. Genau. Das hat sich dann gewandelt im Laufe der Zeit. Ja. Wir versuchen, das ein bisschen zu verbreitern, das Spektrum, weil halt auch viele Bewerber sagen, dass diese Bereiche in großen Konzernen sie auch interessieren. Was soll hinten rauskommen inhaltlich? Was sind Ihre Erwartungen an die Ergebnisse, an die Diskussion? Europa sozusagen in der Welt. Mit vielen Problemen natürlich. Ich denke an Lissabon, an den Reformprozess. Europa steht immer mal mehr oder weniger am Abgrund, nicht, aber an der Kante zumindest, zu größeren Problemen. Ja. Nicht? Ja, jetzt wieder mit der gescheiterten Verfassung. Das sind einfach Themen, über die es einfach sich zu unterhalten gibt. Und das sind auch die Erwartungen, die wir an das Symposium haben. Das heißt, wir wollen über diese Themen reden. Wir wollen über Themen reden, wer momentan führt, wer führt in Europa, wer führt in der Welt. Wie steht Europa überhaupt momentan noch zu den Großmächten bzw. aufkommenden Großmächten USA und China da im Vergleich? Mhm. Und darüber wird sich sicherlich auf dem Symposium einiges unterhalten werden. Und wo sind wir stark, wo sind wir eher schwach? Denn Stärken hat ja auch Europa. Das ist sicherlich richtig. Wir gehen davon aus, dass die Diskussion natürlich auch im Schatten der Subprime-Krise, der Inflation und Rezession auch in den USA stehen wird. Meine persönliche Meinung ist, dass Europa sich doch auf eine gewisse Historie berufen kann und auch sollte. Und wir werden auch diesen Punkt des europäischen Gedankens, des europäischen Zusammenhalts versuchen, während dieses Kongresses zu diskutieren und vielleicht auch neue Rahmenbedingungen festzustellen. Was ist die Botschaft? Was sollte man mitnehmen? Was meinen Sie? Das ist dann jedem selbst überlassen, was er aus den Gesprächen mitnimmt und wie er die verschiedenen Interpretationen der Referenten aufnimmt und sich dann seine eigene Meinung daraus bildet. Da wird so viel geboten, da kann jeder was rausholen für sich natürlich, auch für die eigene Karriere natürlich. Wenn Sie mit dabei sein wollen, wenn Sie networken wollen, wir blenden es nochmal ein, denn Bloomberg ist Medienpartner dieses 19. EBS-Symposiums. Da haben wir nochmal ganz schnell für Sie die Eckdaten und das Motto auch nochmal eingeblendet. Ganz wichtig, 18. bis 20. Und auch ganz wichtig, die Bewerbungsfrist. 29. August für die Teilnahme, 20. August für die Teilnahme an den Workshops. Sie haben noch ein paar Tage und Sie haben noch viel vor sich bis dahin, meine beiden Herren. Ja, es ist noch einiges zu tun natürlich, nicht nur für Sie, für das ganze Team natürlich. Genau. Viel Erfolg, viel Planung und Durchführung. Das war ein neues Bloomberg Forum. Bis zum nächsten Mal.